Zwei Kandidaten pro Folge stellen sich einem Hindernisparcours der besonderen Art. Gefährliche Dinosaurier, anspruchsvolle Aufgaben und Spezialevents. All das ist Jurassic Castle. Die Regeln. Jeder Kandidat ist auf sich gestellt und tritt einzeln an. Das Ziel ist es, möglichst viele Punkte in möglichst kurzer Zeit zu sammeln. Punkte sammelt man, indem man grüne Linien überfährt. Ein Zusatzpunkt gibt es für das Überqueren der Ziellinie. Fährt man jedoch über eine rote Linie, so wird ein Spezialevent ausgelöst. Hierbei handelt es sich um besondere Aufgaben, positive Events oder sogar negative Events. Der Versuch des Kandidaten endet, wenn dieser zerstört wird, wegglitscht oder die Ziellinie erfolgreich überquert. Dann stoppt die Zeit und die bis dahin ergatterten Punkte werden gespeichert. Gewonnen hat derjenige, der nach 10 Folgen die meisten Punkte gesammelt hat. Sollten jedoch mehrere Kandidaten die gleiche Punktzahl haben, dann entscheidet die Zeit. Zu gewinnen gibt es für den ersten Platz einen 50€ Amazon-Gutschein, für den zweiten Platz einen 30€ Amazon-Gutschein und für den dritten Platz einen 20€ Amazon-Gutschein. Und der erste Teilnehmer für heute, das ist... Saruman, der Weiße. Herzlichen Glückwunsch, für dich geht's jetzt direkt los. Und los geht das Spektakel hier für Saruman, der Weiße. Ich drücke dir die Daumen, bin sehr gespannt. Ist jetzt leider ein bisschen her, mit der letzten Folge Jurassic Castle. Hat sich leider durch den Urlaub und so ein bisschen verzögert und durch andere Projekte. Aber jetzt soll es hier relativ regelmäßig wieder weitergehen. Wir sind ja auch schon jetzt bei der 7. Folge von 10. Also es kommen nicht mehr allzu viele Kandidaten. Das heißt, wenn ihr hier schon eine gute Position habt auf der Tabelle, dann stehen die Chancen nicht gut, dass ihr auch was gewinnen könnt. Wäre natürlich nicht schlecht. Aber jetzt müssen wir erstmal abwarten, wie sich Saruman hier schlägt. Er kommt hier super durch das erste Gehege. Zumindest bis jetzt. Ja, wird jetzt hier leicht angetitscht, kriegt aber keinen Schaden. Und ich glaube, Saruman schafft das hier mit 100%. Sammelt jetzt hier gleich seinen ersten Punkt. Ihn kann hier nichts mehr stoppen. Also eine Glanzleistung. Gute Zeit. Und natürlich kein Leben verloren. Das ist richtig, richtig gut. Aber jetzt wird's wieder verdammt spannend beim Wettschießen. Event ausgelöst. Betäube ein bewegtes Ziel. 2 von 3 Pfeilen müssen treffen. Das Ziel ist ein Ceratosaurus. Als Belohnung wird eine Abkürzung freigeschaltet. Ich bin jetzt sehr gespannt, ob Saruman sich hier besser schlagen wird als die Kandidaten in der letzten Folge. Weil momentan ist ja beim Schießen irgendwie der Wurm drin, wo sich eigentlich nichts geändert hat. Aber der ist viel zu hoch. Also es geht weiter so schlecht hier beim Schießen voran. Ich weiß nicht, was momentan los ist. Ist echt schlimm. Jetzt kommt Schuss Nummer 2. Der ist jetzt super entscheidend. Und wer sitzt? Okay, das ist sehr gut. Das heißt, Saruman hat hier noch eine Chance, das Ganze hier zu schaffen. Und jetzt kommt gleich der alles entscheidende Schuss. Also so wie er sich hier gerade bewegt vom Zielen her, ist der Cerato gerade langsam unterwegs. Nee, er sprintet. Und der Schuss fliegt und er könnte sitzen. Nee. Der hat leider nicht getroffen. Der ist hier im Zaun verschwunden. Die Hitboxen von solchen Objekten sind leider immer ein bisschen größer als die Objekte an sich. Deshalb sieht das manchmal so ein bisschen komisch aus. Aber damit ist diese Challenge für Saruman leider auch nicht bestanden. Also der Wurm bleibt weiterhin bestehen. Nicht bestandene Challenge bedeutet natürlich, dass sich hier der rote Weg öffnet leider und damit ein Umweg in Kauf genommen werden muss. Ein sehr gefährlicher Umweg. Naja, haben schon viele Kandidaten geschafft und überlebt diesen Weg. Also wir drücken Saruman weiter die Daumen. Der Cerato dreht hier noch glücklich seine Runden. Schreit ihn ja sogar nochmal an. Event ausgelöst.
Triceratops Stampede. Ich bin jetzt wirklich sehr gespannt, ob er es hier schaffen wird. Ich drücke ihm natürlich die Daumen. Wir möchten natürlich alle gerne noch mehr von dem Parcours sehen. Bis jetzt ist kein Kandidat weitergekommen als 3 Punkte. Aber die Triceratops machen es hier den Kandidaten nicht leicht. Aber Saruman macht das super, weicht hier aus. Links, rechts. Viele sind noch nicht losgelaufen. Das ist ja manchmal sehr, sehr gut. Kann aber auch schlecht sein. Oh Gott. Jetzt wurde Saruman ganz schön in die Mangel genommen. Nur noch 8%. Also es hat richtig Schaden gemacht hier. Ich hoffe, er wird jetzt hier nicht direkt ausscheiden. Oh oh. Die Triceratops sind hier auch völlig außer Rand und Band. Hier kann alles passieren. Oh, und die machen den Weg dicht. Nein. Nein, das sieht nicht gut aus. Ach. Das war's für Saruman. Leider in der Triceratops Stampede ausgeschieden. Eieieiei. Wir schauen trotzdem auf die Tabelle. Und damit ordnet sich Saruman der Weiße hier auf Platz 12 ein. Und ich würde sagen, weiter geht's mit dem nächsten Kandidaten für heute. Kandidat Nummer 2 wird heute sein Marcel Braune. Herzlichen Glückwunsch, du bist der zweite Kandidat für heute. Los geht's. Und los geht's für Marcel Braune. Mal schauen, ob er es hier weiterschaffen wird, zumindest als Saruman. Das war ja echt ärgerlich, dass er so früh ausgeschieden ist. Aber kann man nichts machen, ne? Wenn man das Schießen nicht schafft, dann ist es halt immer sehr, sehr schwierig mit der Triceratops Stampede. Das ist immer echt super gefährlich. Und irgendwie ist momentan einfach der Wurm beim Schießen drin. Am Anfang haben die Kandidaten es irgendwie besser geschafft, aber es hat sich halt nichts geändert. Ich weiß nicht, woran es liegt, keine Ahnung. Das ist, glaube ich, einfach alles ein bisschen unlucky. Aber Marcel Braune macht das jetzt ja auch richtig gut, 100%. Und der erste Punkt ist ihm sicher. Wow, nicht schlecht. Mal gucken, ob er sich jetzt gleich ein wenig besser beim Wettschießen anstellen wird. Da bin ich echt gespannt. Event ausgelöst. Betäube ein bewegtes Ziel. 2 von 3 Pfeilen müssen treffen. Und Schuss Nummer 1 müsste jetzt gleich kommen. Er zielt wieder sehr spät. Das ist ja meistens nicht gut. Und er ist auch super tief. Oh nein, der ist in den Lampen hängen geblieben. So ein Mist. Das ist natürlich schon wieder ärgerlich. Also momentan schießen die Kandidaten wirklich grauenhaft. Die zielen auch immer super spät erst. Ich weiß echt nicht, woran das liegt. Komm schon, Marcel. Ich drück dir wirklich die Daumen. Du musst es mal wieder schaffen. Du musst den Fluch brechen. Schuss Nummer 2. Geht auch daneben. Das kann nicht wahr sein, Leute. Das kann wirklich nicht wahr sein. Damit ist die Challenge leider schon gescheitert. Der Helikopter landet. Schuss Nummer 3 schauen wir uns natürlich noch auf jeden Fall an. Mal gucken, ob er hier den Ehrentreffer noch machen kann. Der Cerato wartet jetzt hier gerade. Läuft jetzt los. Und komm schon, der Ehrentreffer, Marcel. Jo, der sieht nicht gut aus. Okay, sieht doch nicht gut aus. Also 3 Fehlschüsse. Das kann echt nicht wahr sein. Ich bin gespannt, wann es der nächste Kandidat endlich wieder schaffen wird. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, ey. Ich kann das echt nicht glauben. Also ich weiß jetzt nicht, wie lange das schon geht. Ich glaube 3 Folgen oder so. Und es hat sich einfach nichts geändert. Ich habe auch irgendwie nichts umgestellt, was diese Werte angeht. Nachladetempo und Treffsicherheit und sowas. Also da hat sich nichts verändert. Ich verstehe es einfach nicht. Es ist, glaube ich, einfach wirklich mega Pech. Event ausgelöst. Triceratops Stampede. Ich hoffe wirklich, dass das jetzt nicht für Marcel auch so endet, wie gerade eben für Saruman. Das wäre wirklich bitter, wenn beide in einer Folge an der gleichen Stelle ausscheiden. Oh, die Triceratops kommen jetzt hier. Oh Gott, viele da schon kommen. Oh, hat keinen Schaden bekommen, nicht schlecht. Ich hoffe, er wird hier nicht erfasst, wirklich. Oh nein. Oh nein. 77%. Oh, Glück. Doch nicht. 48%. Ich glaube, er wird es hier aber überleben. Die meisten Triceratops müssten durch sein. Da sind nur noch 5 Stück. Auch wenn er jetzt hier 4 Leben verloren hat. Ich bin echt froh, wenn er das hier schaffen wird.
Oh nein, nicht auf den Schweif auffahren. Oh nein, Marcel. Okay, bekommt immerhin keinen Schaden oder kaum Schaden. Das gibt's doch heute gar nicht. Heute ist der Parcours wirklich super schwer. Aber das Wettschießen ist halt auch einfach super wichtig. Und momentan schaffen es die Kandidaten nicht und dadurch verlieren sie einfach hier bei der Stampede so viel Leben. Es ist nur noch ein Triceratops jetzt hier im Weg. Das wird Marcel hoffentlich schaffen, aber er macht hier gerade, stellt sich nicht so gut an, was das Fahren angeht. Oh oh. Es kann sich hier nur um Stunden handeln. Er tastet sich langsam ran, aber fährt genau auf ihn zu, das ist nicht gut. So einen grasenden Triceratops sollte man nicht provozieren. Oh oh. Das kann böse enden hier. Oh nein, das Horn. 37%. Er ist noch nicht ausgeschieden. Aber er wird hier total in den Boden gedrückt. Ach du Kacke. 30%. Marcel, jetzt fahr doch einfach vorbei. Da ist doch genug Platz. Der letzte Triceratops. Es kann nicht wahr sein. Nein! Ich kann das nicht glauben. Das gibt es doch nicht. Ey, diese KI ist aber auch was blöd, ne? Oh mein Gott. Das kann nicht wahr sein. Der letzte Triceratops. Nein! 10%. Oh Gott. Nicht im Ernst. 8%. Komm schon. Nicht beide Kandidaten hier ausscheiden. Das kann nicht wahr sein, Leute. Oh mein Gott, ist das ein bitteres Ende. Das ist so ärgerlich. Er hätte halt easy dran vorbeifahren können. Kann man nichts machen. Wir schauen auf die Tabelle. Und Marcel Braune ordnet sich hier auf Platz 10 ein. Ich hoffe, du hattest eine Menge Spaß. Und das waren wieder unsere zwei Kandidaten für heute. Falls ihr in der nächsten Folge mit dabei sein wollt, dann müsst ihr jetzt einmal in die Kommentare Hashtag JC schreiben. Ganz wichtig, in die Kommentare, nicht in den Chat von der Premiere. Und falls euch das Format gefällt, lasst ein Däumchen da. Ich wünsche euch noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein, bleibt gesund. Euer Dandy.